Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich möchte euch jetzt eine App vorstellen für Smartphone eurer Kinder. Dass man, also überwachen finde ich jetzt ein bisschen hart, aber im Prinzip ist es das, dass man die Kinder ein bisschen besser überwachen kann. Weil ihr wisst, es sind immer mehr Chaoten heutzutage unterwegs. Man muss es ja nicht beschreien, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist halt besser, wenn man da auf Nummer sicher geht. Die App nennt sich, wartet, da haben wir sie schon aufgemacht, FamiSafe. Also wir haben sie jetzt hier auf dem Browser und auf dem Smartphone. Da kommen wir gleich dazu. Ich möchte erstmal die App euch komplett zeigen, also beziehungsweise die Einstellungen jetzt komplett zeigen, was für was ist. Und dann möchte ich euch auch zeigen, dass es auch wirklich funktioniert. Ja, also die App kann ich euch auch vorher schon sagen. Ich teste die jetzt eine Weile schon. Ich bin so im Grunde mit der App echt sehr zufrieden, hat aber zwei, drei kleine Sachen, wo ich sage, da muss man noch verbessern. Ja? So, wie gesagt, ihr könnt dann halt hier auf famisafe.com rauf und dann müsst ihr euch anmelden mit E-Mail-Adresse, Passwort. Die App ist komplett gratis am Anfang, aber das, was wir jetzt machen, dafür muss man bezahlen. Ihr könnt die aber drei Tage könnt ihr also gratis testen. So. Ihr müsst aber auch nicht immer auf den PC zugreifen. Ich suche sie gerade. Ich habe die App nämlich auch auf meinem Smartphone. Ja. Und da muss ich jetzt einen Code eingeben. Und dann sieht das genauso aus. Ja, also ich kann da jetzt genauso, wie ihr das jetzt hier seht, bloß halt in einem länglichen Bildschirm, kann ich jetzt hier Sachen einstellen. Ich sehe jetzt, wo meine Tochter sich gerade befindet, beziehungsweise das Handy sich befindet mit der genauen Adresse. Ich sehe den Akkustand und wann zuletzt aktualisiert wurde. Also jetzt hier gerade vor 14 Minuten. So. Aber da zwei Handys abfilmen bzw. streamen hier auf dem PC ein bisschen bescheiden ist, also nicht wirklich funktioniert, da müsste ich zwei Programme gleichzeitig laufen lassen. Und die App bietet es ja an, dass man auf dem PC zugreifen kann und da gucken kann. Also, dann würde ich sagen, wir fangen erstmal mit dem Grundbildschirm an. Also alles gehen wir jetzt durch und danach zeige ich euch die einzelnen Sachen im Detail. So, wenn ihr die halt hier drauf seht, seht ihr, wie gesagt, hier oben den Standort. Das werde ich natürlich jetzt pixeln. Ihr seht dann hier den Akkustand. Ihr seht, wann das letzte Mal aktualisiert wurde. Und ihr seht hier genaue Adresse. Also Land, Ort, Postleitzahl, Straße und Hausnummer. Das seht ihr hier. So. Aber das kann sein, weil wir jetzt zu Hause sind, dass man es dadurch sieht. Weiter weg haben wir es noch nicht getestet. So. Dann könnt ihr auch rein und rauszoomen. Dann haben wir hier unten die am meisten benutzten Apps. So, da können wir heute gucken, weil ich habe jetzt schon ein Video gemacht. Da sehen wir, was wir hier alle benutzt haben, beziehungsweise benutzt wurde. Und da könnt ihr jetzt hier auch bestimmte Apps blockieren. Wir haben jetzt den Firefox hier zum Beispiel nicht blockiert, aber Google Chrome haben wir blockiert. Wir haben Telegram blockiert und 1&1 Mail, das ist glaube ich gar nicht mehr drauf auf dem Handy, PayPal, VK. Ja. Das werde ich euch nachher auch zeigen. So. Dann haben wir heute Smartphone verbrachte Zeit. 3 Minuten. Das haut jetzt nicht ganz hin. Das ist jetzt gerade eben. So, dann können wir Gerät sperren. Dann heißt es komplette Gerät gesperrt. Und Zugriff begrenzen, feststellen. Da können wir dann hier einen Timer sagen. Und dann mit dem Sperren, das funktioniert wirklich, dann ist wirklich alles gesperrt. Das Einzige, was noch geht, SMSen, glaube ich. Nee, nicht mal das. Anrufen. Anrufen geht noch. Und ihr könnt so ja eine Zeit festlegen. Zum Beispiel Schulzeit oder so. Gibt es aber noch eine bessere Möglichkeit. So. Kann ich da einen Smart-Counter-Plan ein? Ja, da kommen wir dann nachher auch nochmal dazu. Das sind halt so die wichtigsten Funktionen, die ihr vorne auf den ersten Blick gleich persönlich habt.
So, dann haben wir hier alle Sachen drin. Die gehen wir gleich komplett durch. Hier haben wir Nachrichten, also Ereignisse. Und hier sehen wir, Ihr Kind, Name, hat blockierte App, Google Chrome, angeklickt. Und dann steht Datum und Uhrzeit. Dass man halt sieht, hier können wir auch raufklicken, ja, hat diese blockierte App aufgerufen. Ganz unten haben wir dann unser Konto. Da steht dann halt hier oben die E-Mail-Adresse. Hier haben wir so ein Bild von denen drin, gültig bis 15.10.2019. Kann man jetzt hier verlängern für ein Jahr monatlich 4,99 €. Wie gesagt, ich habe es jetzt für die 2-3 Monate gratis zur Verfügung gestellt bekommen, um es zu testen und die Videos darüber zu machen. Ich werde es mir aber später dann definitiv kaufen, weil hier ein Jahr 59 €, 3 Monate 19 €, ein Monat 9,99 €. Und hier wird es dann halt monatlich abgebucht. Da kann man dann hier einklicken. Dann kommt man zur Webseite und kann dann halt sagen Menge. Kann man halt 2 schreiben. Wir brauchen aber nur 1. 59. Und dann können wir hier, machen wir das mal kurz raus. Germany lassen wir drin. E-Mail-Adresse nehmen wir auch mal raus. Kann man dann halt eine andere E-Mail-Adresse sagen. Geht nicht. Kann ich nicht rausnehmen. Und dann kann man hier halt verschiedene Arten angeben, um das zu benutzen. Also hier kommt dann zu den 59 € noch die Mehrwertsteuer drauf. Da nicht wundern, das ist ganz normal im asiatischen Raum. Das haben sie sich von der Amerikaner angeguckt. Man sieht immer nur den normalen Preis. Und da kommt immer noch Tax, also Mehrwertsteuer dazu. So, und wir können dann auch per PayPal bezahlen. Das müsst ihr hier auch irgendwo sofort. Direkt, Banktransfer. Ja, hier war aber irgendwie auch PayPal mit bei. Hier unten steht ja auch PayPal. Können wir jetzt hier aber nicht auswählen. Warum auch immer. So, Mehrwertsteuernummer haben wir auch. Und dann könnt ihr das halt hier kaufen. Oder einen Gutscheincode, da könnt ihr dann hier oben einen Gutscheincode eingeben. Vielleicht kriege ich dafür, dass ich die Videos mache, auch einen Gutscheincode, dass ihr da, was weiß ich, 5%, 10% Rabatt kriegt. Das weiß ich aber noch nicht. So, dann werden wir hier mal raus wieder, gehen wieder zurück. So, dann haben wir Geräte und da haben wir dann praktisch meine Tochter und wir können das halt auch umbenennen. Wir können auch ein neues Gerät hinzufügen, iOS oder Android. Wir haben hier Feedback geben, da kann man dann schreiben, hey, funktioniert nicht, Fehler so und so, bla bla bla. Oder ey, super, funktioniert, bin begeistert. FAQ, da kommen wir dann zur Webseite. Ausloggen, da loggen wir uns natürlich aus. So, jetzt kommen wir mal zu den Punkten allgemein. Ja, also wir haben hier wirklich viele Möglichkeiten, was wir in der App einstellen können und was geht und was nicht gehen darf. Sorry, trockenen Hals. So, Aktivitätenbenachrichtigung. Hier können wir uns angucken, was mit dem Smartphone passiert ist. Ihr seht jetzt gerade hier zum Beispiel Einstellungen wurde geöffnet. YouTube wurde geöffnet. Und Streamlabs wurde geöffnet. Kann man hier was anklicken? Hier kann man nichts anklicken. Und wenn wir jetzt auf dem Smartphone, ich mache das mal parallel mit dazu, damit ihr seht, dass das auch wirklich funktioniert. Handy steuern. So. Und jetzt öffnen wir einfach mal Videos. Huawei Video. So, da sind die Videos. Dann öffnen wir die Taschenlampen-App. Und schließen sie wieder, dann den Kalender, dann schließen wir wieder, dann Designs öffnen wir. Designs wird natürlich blockiert, das habe ich ja so eingestellt. Da seht ihr auch, dass es wirklich funktioniert. Optimizer, Einstellungen, da kommen wir noch rein. Das haben wir dann nicht aktiviert. Musik ist auch nicht blockiert.
Google Chrome ist blockiert, aber der Firefox nicht. So, jetzt habt ihr gesehen, wir haben ja einige Apps geöffnet. So. Jetzt gehen wir hier nochmal raus. Das dauert halt immer eine Weile, bis das hier aktualisiert ist. Das ist jetzt nicht so schnell, das wird ja über das Internet aktualisiert. Wir gucken uns das gleich dann nochmal an. So, Browserverlauf. Jetzt können wir sehen, welche Webseiten geöffnet wurden. Ja, Twitch.tv, mobile Version von Twitch.tv. Meine Webseite steht hier auch irgendwo, weil die habe ich blockiert, um zu testen, ob es geht. Mit Twitch habe ich es auch getestet und wieder entblockt. Das funktioniert wirklich. Und ihr könnt jetzt jederzeit sagen, zum Beispiel Twitch.tv. Ja, könnt ihr jetzt hier erlauben oder blockieren. Wir machen jetzt einfach mal erlauben. Speichern. So, seht ihr, erlaubt, meine App, also meine Webseite ist gesperrt. So, und dann haben wir hier auch verschiedene Filter drin, da kommen wir aber erstmal später dazu. Das ist hier, wir sind ja noch beim Aktivitäten, beim Browserverlauf. Da könnt ihr halt ansehen, wo euer Kind war. Wenn ihr irgendeine Webseite nicht kennt, wenn ihr sagt, Twitch.tv kenne ich nicht. Könnt ihr so machen und einfach hochkopieren machen, aber ihr könnt auch einfach sagen, kopieren. Und dann geht ihr hier oben rauf. Hier hatte ich es ja schon geöffnet. Wie gesagt, ich hatte es ja schon mal gemacht. Und einfach einfügen. Bumm. Und dann seid ihr auf Twitch.tv. Und dann könnt ihr sagen, kommt denn hier Gewalt vor? Ne, das sieht mir normal aus. Also darf das Kind das benutzen. So, dann haben wir hier Einschränkungen expliziter Inhalte. Wir können hier vorne Konten verbinden. Da haben wir jetzt SMS, WhatsApp, Messenger, nochmal Messenger. Funktioniert nicht, also mit den beiden auf jeden Fall nicht. Ja, wir können ja auch YouTube verbinden. Dann fragt er uns. Oh, zulassen, dann können wir das halt auch mit überwachen. Instagram können wir machen, dann sagen wir hier okay. Bei manchen Sachen muss man da halt was sagen, bei manchen halt nicht. So, jetzt sind wir hier verbunden mit allen Konten. Mit YouTube habe ich selber noch nicht getestet. So, und dann haben wir hier mögliche Probleme. Ich habe beim Messenger hier, Facebook Messenger, habe ich was geschrieben und auch Bilder, aber das wird nicht anerkannt. Beim SMS-Schreiben seht ihr, dass hier was anerkannt wurde. Ich habe, wie gesagt, ich habe das Video ja schon versucht und also schon eben aufgenommen, war aber zu lang. Und ich habe auch so schon rumexperimentiert. Und wir haben auch verdächtige Fotos, das hat auch nicht funktioniert. Aber egal, also weil über Facebook Messenger. So, und hier können wir dann praktisch gucken, ob irgendwo anschlüssige Wörter mit bei sind. Bei der SMS, was rot markiert ist, wird das angezeigt. Im Handy ist es, wenn ihr über Handy zugreift, es sind nicht rot markiert, da sind die anschlüssigen Wörter schwarz, dick schwarz markiert. Ihr seid auch nicht begrenzt auf die, die euch vorgegeben wurden. Warte, das ist hier oben. So. Diese Kategorien sind vorgefertigt für euch. Ihr könnt die aber auch deaktivieren. Zum Beispiel hier Tabak. Könnt ihr raufklicken, Zigarette, Zigaretten. Müsste auch hier, Zigaretten sind auch mit bei. Oder Sex. Da ist Latte, Fuck, Ficken, BH, Brüste, S, Arsch, Po, Polieren, Titten, Vagina, Tinten. Selbst Tinder? Okay, selbst Tinder ist gesperrt, das ist gut zu wissen. So, und dann können wir hier in die Kategorie direkt Wörter reinschreiben. Für die bessere Übersicht, wenn wir jetzt zum Beispiel Netflix und Chillen ist bei Sex mit bei. Okay. Wir nehmen jetzt einfach mal Blasen. Und das fügen wir hinzu. Und dann ist das Wort Blasen mit dazugefügt. Wo haben wir das? Da oben. Blasen.
Gucken wir mal, ob Schwanz mit bei ist. Sperma, Schwanz ist mit bei. Muschi ist mit bei. Wir können aber auch noch hinzufügen. Mu, mu. Ihr könnt auch mehrere Wörter hinzufügen. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr die mit einem Komma trennt und beim letzten Wort kein Komma. Jetzt schreiben wir mal mu, mu. Pussy. Komma. Nippel. Und da schreiben wir jetzt kein Komma rein und sagen einfach okay. Und wir haben jetzt Nippel, Pussy, habe ich falsch geschrieben, Mumu mit dazugefügt. Ja, und dann könnt ihr dann in die passenden Kategorien jetzt Wörter einfügen, die ihr sagt, jetzt zu Sex muss dieses, zu Gewalt muss noch jenes, zu Alkohol muss jenes, zu Tabak. Bei Tabak könnt ihr zum Beispiel E-Zigarette, Kiffen und so hinzufügen. Kiffen steht nämlich nicht mit drin. So, ihr könnt aber auch, wenn euch jetzt spontan irgendwelche Wörter einfallen, wo ihr nicht wisst, in welche Kategorie, könnt ihr das hier machen. Einfach einschreiben, ich habe jetzt einfach mal zum Testen Butter, Milf, Zocken, PS4 eingetragen. Das werden wir auch gleich testen damit und zeigen, dass das funktioniert. So, und dann gehen wir jetzt einfach nochmal darauf. Ich muss das nochmal wieder verbinden. Dann springt das wieder woanders hin vom Bildschirm her. Och, jetzt geht's wieder nicht. Ja. Müssen die App nochmal kurz schließen. Nochmal neu öffnen. Quatsch. Hoppala. Tut mir leid, Leute. Es funktioniert halt nicht immer beim ersten Mal. So, ach Gott. Sag ich auch jedes Mal, dass er im oberen Fenster das öffnen soll und macht das nicht. So. Zweitbildschirm. Benutze mich als Testversion. Benutze mich. Ja, wunderbar. Das ist Marc, weil Marc habe ich geschrieben, dass ich mal was ausprobieren muss. Der musste als Opfer herhalten. Oh, fuck. Moment. So, da sind wir wieder. Jetzt funktioniert's auch. Die App ist offen. So, wie ihr seht, hier ist nichts drin beim Messenger. Und ich habe vorhin experimentiert und habe den Marc, wie ihr jetzt gerade eben gehört habt, falls es im Video noch zu hören ist, als Testobjekt benutzt. Also nicht, dass er denkt, ich bin irgendwie Fußfetischist oder so. Ich habe einfach mal wegen anstößigen Fotos oder Fotos zum Melden getestet, ob das erkannt wird. Aber im Messenger funktionieren keine Nachrichten und auch nicht Fotos, so wie es aussieht. Und da habe ich einfach Mausi fotografiert, meine E-Zigaretten, Flasche Wasser, mein PC-Bildschirm und mein Zehen und so. Und hier oben habe ich halt... Oh, da hier unten. Hurensohn, Hurentochter, PlayStation 4, Butter, PS4, Zocken, Alkohol, Zigaretten. Das sind alles, fast alle anstößige Wörter, um zu gucken, ob es das meldet. Hat es natürlich nicht. So, aber wenn ich mir selber jetzt eine Nachricht schreibe, du Hurensohn, Hurentochter, Arschficker, PlayStation 4, Butter, Milf, Zocken, PS4. So, das senden wir jetzt. Jetzt machen wir auch noch einen Satz. Heute Abend Milfs wegknallen. Bist du dabei? Mit viel Alkohol, wir saufen uns die Birne zu. Und noch was Gewalt tweetet. Den Bastard bring ich um. Der kann mich mal am Arsch lecken.
machen. Die Drecksau werd ich töten. Ach so. Ach. Weil das mit der Spracherkennung über Google funktioniert und ich in Google drin habe, anstößige Wörter sollen nicht kommen. Deswegen. So, einfach nur Drecksau. Werde ich töten. So. Und jetzt können wir noch was Liebes schreiben. Die Katze spielt auf dem Fußboden. Ne, den machen wir weg. Nur die Katze spielt. Dass ich euch das zeigen kann, dass halt nicht alles gesendet wird. Wir können jetzt nochmal was Liebes machen. Möchtest du was trinken? Fragezeichen. Und dann machen wir einfach nochmal. Heute Abend PS4 zocken mit viel Butter und Milfs. Also Milfs habe ich ja glaube gar nicht. Ich habe nur Milf gekennzeichnet. So, da sind jetzt mehrere Wörter drin, die anstößig sind. Wir haben das jetzt natürlich gerade erst geschrieben. Das heißt nicht, dass es sofort praktisch auf eurem Handy verfügbar ist und ist, oh ja, was hat sie da geschrieben? Oder hier über den Browser. Klappt natürlich nicht sofort. Ist logisch, weil es wird erstmal über Internet abgeglichen. So, wenn wir jetzt hier wieder reingehen. Jetzt sehen wir hier 6 Probleme. Ist ja doch schneller, als ich gedacht habe. Und das letzte war hier mit heute. Das habe ich um 14.01 Uhr gemacht und dann hier 14.37 Uhr, genau. Du Hurensohn, obwohl Hurensohn eigentlich auch blockiert, so ein rotes Wort sein müsste, Hurentochter, Arschfick, auch Arschficker, somit bei PlayStation 4 nicht, Butter, Milch auch nicht, Zocken ist auch rot, habe ich selber gesagt, und PS4. Also, es funktioniert nicht immer reibungslos, aber 2 Wörter erkannt, das ist schon mal viel wert hier. Heute, das habe ich selber blockiert, Milfs, ich habe ja Milf geschrieben und da ist auch ganz egal, ob ihr groß oder klein schreibt und ob eure Tochter oder euer Sohn das Wort dann groß oder klein schreibt oder halt jeden zweiten Buchstaben groß macht oder so. Das ist vollkommen egal, es wird trotzdem erkannt. Habe ich getestet. So, Alkohol, Saufen. Hier, den Bastard bringe ich um, Arsch lecken. Weil Arsch ist halt mit bei. Die Drecksau werde ich töten. Heute Abend PS4 zocken mit. Da fehlt das Milford. Oder habe ich es aus Versehen löscht? Ich weiß es nicht. Meine Katze spielt und so, seht ihr hier nicht. Weil da ist kein verbotenes Wort mit drin. Das ist jetzt nicht dafür da, damit jede Nachricht für euch zum Lesen ist. Und auch was derjenige, diejenige erwidert, weiß ich nicht, ob das hier angezeigt wird. Das habe ich nicht die Möglichkeit, momentan zu testen. Aber für die Übereifrigen von euch, ihr könnt zum Beispiel ganz viele Wörter eintragen, die man eigentlich immer benutzt. Der, die, das, und, am, im, oder ihr müsst mal versuchen, einfach alle Buchstaben. Schreibt da A, B, C, bumm. Dann ist in jedem Wort ein verbotener Buchstabe und dann kriegt er jede Nachricht, denke ich mal. Ob es so funktioniert, weiß ich nicht. Ja, also man muss auch die Kirche mal im Dorf lassen. So, dann haben wir das und wie gesagt, hier wird nichts erkannt. Wir können ja mal gucken, Google über YouTube. Mach nochmal hier auf für euch, damit ihr auch seht, was ich mache. Mal kurz warten, jetzt springt gleich wieder hier hinten hin. Oder auch nicht. Ach Gott. Der hat die App schon wieder geschlossen. So, jetzt verbindet er gerade. Können wir hier nochmal sagen, Bildschirm übertragen, so. Und jetzt können wir hier einfach mal auf YouTube gehen.
Und wir suchen jetzt einfach mal nach PS4. Hoppala. 4, so. So, dann suchen wir mal nach Saufen. Katzen. Oder Ficken. Ficken. Töten. Umbringen. Sex. Sex. Gewalt. So, jetzt haben wir hier einige Sachen gesucht. Und hier seht ihr schon Suchergebnis. Saufen. Ja. Die anderen werden jetzt garantiert noch nachgereicht. Und dann seht ihr auch, wann das gesucht wurde. Und dann könnt ihr dann halt die Apps mit drin machen. Ihr könnt auch Google mehr drin machen und dann wird danach Wörtern gesucht. Da kommen wir zu einem von meinen Mankos. Wir sind jetzt auf diese Apps, die hier drinnen sind, begrenzt. Da würde ich mir wünschen, dass man Apps selber hinzufügen kann. Telegram, Trema oder irgendwelche anderen Apps, dass man die hinzufügen kann. Das würde ich mir wünschen. Aber sonst wirklich eine runde Sache, funktioniert hier gut. Hier seht ihr, wird alles überwacht. Und hier können wir dann hier die Konten verbinden. Könnt ihr auch trennen wieder. So, dann haben wir hier. Warte, sind wir jetzt richtig? Ja. Dann haben wir hier Apps und Blocker. Da können wir jetzt die Apps blockieren oder zulassen. Ja, nicht wundern, meine Tochter ist gerade gekommen. Da können wir Apps zulassen oder blockieren. Und ihr könnt jetzt hier zum Beispiel, Designs ist blockiert, Chrome ist blockiert, Telegram ist blockiert und hier einige Sachen blockiert. So, YouTube habt ihr gesehen, sind wir raufgekommen. Das funktioniert. Jetzt muss ich nochmal schnell synchronisieren hier. Handy steuern. So. Und ihr seht, YouTube jetzt zum Beispiel ist nicht blockiert. Da kommen wir rauf. Wir kommen aber in Designs nicht hin. Designs ist nämlich blockiert. Wir können aber auch YouTube blocken. So. Jetzt ist YouTube geblockt. Und wenn wir jetzt YouTube öffnen wollen, so, zack, ihr blockt. Aber ihr könnt jetzt zum Beispiel auch sagen, wir möchten nur eine bestimmte Zeit blocken oder bestimmte Tage. Ja, ihr könnt von bis blocken und dann wird es halt nur in dieser Zeit geblockt. Und auch nur an diesem Wochentag, je nachdem, wie ihr das gerne möchtet. Und da stehen dann alle möglichen. Da empfehle ich euch, die Einstellungs-App zu blocken. Weil das ist noch ein Manko, was ich gefunden habe. Man kann die App über die App nicht deinstallieren. Da fragt er nach dem Passwort. Aber sobald man in Einstellungen, Apps verwalten geht und sich die App raussucht, und sagt, die möchte ich jetzt deinstallieren, dann kann man sie deinstallieren. Obwohl sie ins System reingeschrieben wurde und Administratorrechte hat, kann man sie einfach so löschen. Also da empfehle ich euch hier auf jeden Fall die App Einstellungen, die steht auch unter Apps drin. Hier oben Einstellungen, dass ihr das blockt und dann nicht mit einer Zeit oder so komplett blocken. Ich muss nochmal synchronisieren. So. Und dann könnt ihr
beziehungsweise euer Sohn, eure Tochter, nicht in die Einstellungen rein, weil die Einstellungen sofort geblockt werden. Auch wenn man schnell ist und einfach zack, Anzeige, bumm, wird sofort geblockt. Egal, auch wenn man schnell irgendwo in Einstellungen reingeht, wird es sofort geblockt. Das ist gut. So, dann Echtzeitstandort. Bei Echtzeitstandort habt ihr in echter Zeit euren Standort. Das habe ich ja vorne schon gezeigt, ihr habt das dann ein bisschen größer. Ihr könnt auch rauszoomen. Ja, und auch ganz nah reinzoomen. Ja. Und dann steht halt hier der Akkustand, jetzt 57%, vor 21, ich denke mal Minuten, Sekunden, wurde das letzte Mal überprüft. So, dann haben wir Internetfilter. Das heißt, die Webseiten werden gefiltert. Ja, wenn ihr jetzt hier brutal zum Beispiel, könnt ihr an- und ausmachen, sexual könnt ihr an- und ausmachen, Ausnahmen. Da habe ich jetzt zum Beispiel twitch.tv mit Erlauben drin, um euch was zu zeigen. Und das ist nämlich ein bisschen falsch, das ist ein bisschen falsch übersetzt, Ausnahmen. Ausnahmen von der Regel vielleicht, aber ich würde individuell nehmen oder so. Weil ihr habt ja nicht die Möglichkeit, Sachen zu erlauben, nur zu erlauben, sondern auch Sachen zu sperren. Deswegen würde ich individuell sagen. Und ich habe jetzt einfach mal twitch.tv, es kommt auch gar nicht drauf an, welchen Browser ihr auf dem Handy benutzt. Wenn das hier drinne steht, gilt es für sämtliche Browser. Odins Tests ist verboten, Twitch ist erlaubt. Das kann ich euch auch zeigen. Könnt ihr das jetzt sehen? Wir gehen jetzt hier einfach mal auf den falschen Browser, der ist sowieso blockiert. Wir gehen auf Firefox rauf und hier oben habe ich schon meine Webseite. So, Audience Tests. Das dauert jetzt ein bisschen, das ist jetzt nicht gleich von Anfang an gesperrt. Jetzt erst. Beim zweiten Mal raufgehen, dritten Mal raufgehen, geht es dann halt dementsprechend schnell. So, dann können wir aber jetzt hier sagen, zum Beispiel twitch.tv. Das ist erlaubt, hier Just Chatting, können wir raufgehen und hier alle Videos uns angucken, die uns angeboten werden. Wenn wir jetzt aber das hier einfach mal schließen und wir gehen hier auf die App rauf. So. Kann man das ja nicht so einfach einstellen? So, zack. Jetzt nehmen wir die Bilder raus und machen sie wieder neu hinzu, hinzufügen. Twitch.tv blockieren und eine neue Ausnahme hinzufügen, erlauben. Odins-tests.de. Jetzt haben wir es mal komplett andersrum gemacht. So, Twitch ist jetzt gesperrt und meine Webseite ist erlaubt. Dann gehen wir hier wieder rauf. Nein, ich will doch, ich habe mich verklickt. So, synchronisieren. So, und dann sind wir jetzt hier wieder drauf. Wir gehen jetzt ganz normal wieder auf Firefox und Twitch.tv, was eben erlaubt war. So, jetzt gehen wir einfach mal auf Twitch.tv. Das war eben erlaubt. Die Seite wird auch jetzt angezeigt. Und wenn wir jetzt hier gucken. Oder habe ich es jetzt? Ne, sperren habe ich gemacht. Genau. Und jetzt gehen wir einfach auf Just Chatting rauf. Ja, das ist Vorführeffekt. Vorhin habe ich sie getestet, da hat es funktioniert. Twitch.tv. Na, gehen wir einfach mal auf meine Webseite.
Gehen wir mal auf Odins Tests. So, die war ja vorhin gesperrt. Da können wir jetzt ganz normal raufklicken und die ist immer noch gesperrt. Warum ist die gesperrt? Erlauben. Ja, das dauert manchmal ein bisschen was länger, bis das synchronisiert ist. Es läuft ja alles über Internet ab. So, Merch. So, aber ihr seht jetzt, nee, geht immer noch nicht. Ja, manchmal dauert es halt was länger. Aber es geht wirklich, kann ich euch versprechen, dass es wirklich funktioniert. Ich kann es ja nochmal testen. So. Ich sag einfach mal nochmal neu laden. Hier oben ist das Bett. So, und jetzt gehen wir auf Odins Tests und gehen einfach mal auf Block und wird immer neu gesperrt. Das ist Vorführeffekt. Also das ist der Vorführeffekt. Also normalerweise funktioniert es. Ich habe das ein paar Mal getestet. Ich habe auch das wieder rückgängig gemacht und so. Es hat wirklich funktioniert. Und eben habt ihr gesehen, dass es funktioniert hat. Also es kann halt wirklich, weil die Übertragung gerade halt ein bisschen doof ist. So, dann haben wir eine Zeitbegrenzung. Ja, 8 Minuten. Wir können halt Gerät jetzt sperren. Und somit ist das ganze Gerät jetzt gesperrt. Och Gott, das regt mich so oft, dass ich in diesem scheiß Bildschirm übertragen jedes Mal das anklicken muss, ey. Ach so, es geht nicht, weil alle Apps gesperrt sind. Okay. Ja, ich muss erstmal wieder erlauben. Da war ich jetzt ein bisschen übereifrig. So. Handy steuern. So. Dass ich euch das auch zeigen kann. Jetzt machen wir einfach mal hier Gerät sperren. So. Und jetzt ist alles gesperrt. Hier VK war ja sowieso gesperrt. Firefox war nicht gesperrt. Da gehen wir jetzt rauf. Ist jetzt gesperrt. Designs war sowieso gesperrt. YouTube war nicht gesperrt. Ist jetzt gesperrt. Aber auch ganz normale Sachen, einfach hier Videos angucken, ist gesperrt. Jetzt hängt mein Handy gerade, das zeigt mir, dass ich zu viel gemacht. Keine Ahnung. Ja, ist hier sperrt, ich weiß. So. So, aber auch Musik hören ist gesperrt. Oder Memos. Nein. Bumm. Also hier geht gar nichts mehr. Ist alles gesperrt. Wenn wir das jetzt wieder entsperren. So, dann kommen wir wieder bei Memos rauf, wir kommen beim Videoplayer rauf, wir kommen bei Musik rauf, wir kommen auch wieder in Firefox rein und auch YouTube geht wieder. Ausnahmen sind natürlich jetzt Apps, die wir gesperrt haben oder Anwendungen, das ist jetzt hier zum Beispiel Designs. Sonst funktioniert alles. Ihr könnt aber auch sagen, ich möchte jetzt eine Zeitbegrenzung haben. Dann könnt ihr sagen, zum Beispiel in der Zeit von 7 bis 14.05 Uhr, wo Schule ist, soll alles blockiert werden. Das heißt, Anrufe kann das Kind noch machen und bekommen. SMSen sind, glaube ich, auch mit bei, aber alles andere, Spiele, Apps, alles andere ist blockiert. Das geht. Es geht aber auch noch was Cooleres, da kommen wir gleich dazu. Stand. Oh.
Standort. Da sehen wir dann halt die Standorte, wo das Handy war. Und dann haben wir hier noch Smart Schedule. So, da können wir jetzt sagen, wo das Handy gesperrt werden will. Wir können jetzt nicht nur sagen, das Handy soll da und da gesperrt, soll nicht von dann bis dann gesperrt werden. Ja, wir können jetzt hier einrichten. Wir können jetzt einen Namen eingeben, Schule. Wir können den Ort eingeben. Da können wir raussuchen, rauszoomen und reinzoomen. Wir nehmen jetzt einfach mal Frankfurt-Oder. Zoomen jetzt nach Frankfurt-Oder rein. Und dann nehmen wir mal, was nehmen wir da in Frankfurt-Oder? Wir nehmen mal den Lidl Frankfurt-Oder. Hier. So, und da haben wir dann hier jetzt uns das markiert. Und in einem Umkreis, wir können von 100 Meter bis einem Kilometer, sagen wir mal, wenn das jetzt die Schule ist, sagen wir mal hier so Hälfte, so einen halben Kilometer um die Schule, soll das nicht funktionieren. So, und dann können wir das speichern und können sagen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, wenn es da in der Nähe kommt von der Schule, ist das kein Problem. Kann es benutzen, aber die anderen Tage, wenn es an dem Ort ist und im Umkreis um dem Ort, alle Apps gesperrt. Ist auch eine geile Nachricht. So, dann haben wir noch die Möglichkeit. Geoforce einfügen. Wir können einen Ort einfügen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen Berlin. Und dann nehmen wir jetzt mal Berliner Dom. So, unser Kind soll halt nicht in die Nähe vom Berliner Dom. Dann markieren wir uns das da einfach. Und sobald unser Kind, wir können auch halt, damit wir rechtzeitig benachrichtigt werden, Schatz, können wir hier rauf, können wir die Größe vergrößern und können sagen, sobald das Kind in die Nähe kommt, möchten wir eine Benachrichtigung haben. Und dann kriegen wir halt in unserer App eine Benachrichtigung und sagt, ey, cool, wir wissen Bescheid, rufen wir an, sag, geh da weg. Das ist zum Beispiel für Orte, wo wir nicht hin soll. Ruinen, wenn bei euch irgendwo eine Ruine, ein Abrisshaus in der Nähe ist, könnt ihr halt das markieren und sagen, da soll es nicht hin. So, dann haben wir noch die Möglichkeit, verdächtige Fotos. Das konnte ich bis jetzt noch nicht testen, weil, wie gesagt, ich habe hier keine SIM-Karte drin, um ein zweites WhatsApp zu machen, um mir selber irgendwelche Bilder zu schicken. Und Telegram kann ich nicht nutzen. Also seht ihr ja, habe ich euch ja gesagt, ist da nicht drin in der App. Das ist ein bisschen schade. Aber sonst ist das wirklich eine klasse App. So, wir können auch jetzt nochmal die Aktivitäten hier. Und da seht ihr das, was wir am Anfang gemacht haben. Das zeigt uns wirklich an, hier bis hier waren wir. Welche Apps, hier Kalender, alle drum und dran, zeigt alles, was hier geöffnet wurde. Browserverlauf sehen wir dann halt natürlich auch. Achso, deswegen mTwitch. Deswegen wurde es nicht blockiert. Wir haben twitch.tv und nicht m. Also die mobile Version. Da müsst ihr darauf achten. Deswegen hat er das nicht blockiert. So, und bei Nachrichten, hier haben wir ja auch schon durch. Wie gesagt, es ist wirklich eine klasse App. Kostet natürlich ein bisschen was, aber die Überwachung bzw. die Sicherheit der Kinder ist es wert, würde ich jetzt von meinem Standpunkt aus sagen. Ihr müsst aber auch nicht übertreiben mit der Sicherheit. Also nicht jedes Wort, nicht jeder Buchstabe irgendwie zur Überwachung freischalten. Gibt den Kindern auch ein bisschen Freiraum. Ja? Aber mit dem Orten, damit da gesperrt werden soll und keine App benutzt werden darf und dass man benachrichtigt werden will, wenn es irgendwo hinkommt, finde ich saugut. Wo aber noch Verbesserungsmöglichkeiten sind, dass man bei Apps und Benutzung blockieren, hier, dass man da vielleicht eine Funktion dazu packt, dass man dann hier auf Telegram geht und nicht nur sagen kann, hier von wann bis wann das gesperrt werden soll, dass man zum Beispiel direkt draufklickt und Enter drückt oder mit Maustaste drückt und sagt, das ist eine Messenger-App. Die möchte ich bitte auch explizit überwachen und dass die dann halt hier mit bei drin, dann dass die dann hier mit drinne steht und auch verdächtige Wörter überprüft. Das wäre ein Verbesserungsvorschlag von mir. Dann unbedingt muss hier geändert werden,
was ich finde, dass das Kind halt nicht in den Einstellungen unter Apps die App löschen kann. Weil da, das muss definitiv verbessert werden, weil so müsst ihr, gebe ich euch den Tipp, die Anwendung Einstellungen, die steht unter Apps drinne, die blockieren. Und die muss komplett rund um die Uhr muss die blockiert werden. Einfach nur Blockade an, keine Zeit, kein Datum, kein gar nichts, nur Blockade an, fertig, aus. Ja? Also das sind so meine Kritikpunkte. Aber sonst eine sehr schöne, runde App. Ich habe die jetzt eine Weile hier schon im Testen mit zwei Handys. Wie gesagt, ihr kommt halt, wie ich es euch jetzt gezeigt habe, über den Browser rauf. Ihr könnt halt auch in dem Handy ja, von euch einstellen und überprüfen. Ihr könnt aber auch... In dem Handy eures Kindes ist die App ja natürlich auch drin. Ja, da kann man so grob Übersicht machen. Aha, Designs versucht vor 5 Minuten, Firefox, aha, aha, aha. Und wenn man dann halt speziell was einstellen will, hier Passwort eingeben, also die vierstellige Nummer, man kann halt sehen, wo es ist. Man hat hier die Einstellungsmöglichkeiten, wie ihr es kennt, wie wir es eben gesehen haben. Ja, und wir haben dann auch dann noch hier Details. Ja, können wir hier auch Details angucken. Ja, und hier unten auf Ditte. Und dann habt ihr hier natürlich das, was wir uns eben angeguckt haben. Habt ihr denn hier drauf? Können da erkennen. Ja, SMS. Und können dann halt hier natürlich auch sehen, welche, und hier seht ihr, das ist schwarz. Also hier ist es dick schwarz, nicht rot. Die Wörter, die wir nicht haben möchten. Also wie gesagt, rundum eine schöne App eigentlich. Kostet ein bisschen was, aber klar, ist halt so. Muss ja, die Server müssen gewartet werden und alle drum und dran. Werden auch Aktualisierungen kommen und so was alle. Also von mir aus Daumen hoch. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde das noch weiter testen. Ich werde es dann für ein Jahr holen, wenn meine Tochter dann ihr Handy kriegt. Ich hoffe, dass man auch gleich für ein Jahr, ich glaube, das wird so wie bei VPN sein, dass da zwar steht, so und so viel monatlich, aber dass ein Jahresbetrag gleich abgebucht wird. Ja, dann zahle ich da 50, 60, 70, 80 Euro, scheißegal, aber ich bin halt auf der sicheren Seite. So, nichtsdestotrotz, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin. Thank you.